diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man Backup eines Allplan-Share-Projektes durchführt oder wie man einzelne Dateien eines Share-Projektes sichert. Wir gehen dazu auf Projekt neu öffnen. Klicke hier in das Verzeichnis Share. Gehe in das Team, in dem sich das Projekt befindet. Ich habe jetzt hier zwei Möglichkeiten, eine Sicherung durchzuführen eines Projektes. Klicke dazu mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, das ich sichern möchte. Die erste Möglichkeit ist Kopieren nach. An dieser Stelle wird das BIM Plus Projekt auf einen lokalen Speicherort gesichert. In dem Fall wäre das hier der lokale Server oder der lokale Rechner. Projektnamen gibt man ein und dann klickt man auf OK. Zweite Möglichkeit ist, wieder mit rechter Maustaste eine Projektsicherung erstellen. In diesem Moment passiert eines, dass das Projekt, das Share 01 in dem Fall, wird im Hintergrund als ZIP-File zusammengepackt. Nun kann ich den Speicherort definieren. Ich möchte das jetzt auf einem lokalen Verzeichnis haben, auf Daten, lege einen neuen Ordner an. Speichere das ab. Das gespeicherte ZIP-File kann ich jetzt ganz einfach wieder einlesen als Projekt. Ich gehe dazu auf Workshop-Server und öffne den Explorer. Habe jetzt hier das ZIP-File, das ich gesichert habe, und schiebe das jetzt einfach per Drag and Drop auf meinen lokalen Server. Kann jetzt hier nochmal den Projektnamen angeben. Sage jetzt OK. Das Projekt ist nun eingespielt und lokal verfügbar. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie man einzelne Dateien eines Share-Projektes sichert und auch hochladen kann. Ich öffne wieder dazu mein Team. Ich möchte zum Beispiel aus diesem Kindergarten bestimmte Dateien lokal sichern oder auch ein Teilbild, das ich in einer Sicherung habe, vielleicht wieder hochladen. Gehe dazu mit der rechten Maustaste auf das Projekt, gehe auf Projektdateien verwalten. Nun öffnet sich sowas wie ein Explorer und hier habe ich die ganzen Dateien, die sich in dem Projektordner in der Cloud befinden. Möchte ich zum Beispiel hier ein Teilbild sichern, kann ich hier einfach mit der rechten Maustaste dann draufgehen und sagen Datei herunterladen. Sollte es notwendig sein, eine Datei einfach auszutauschen, die ich lokal habe, kann ich auch auf Datei hochladen gehen. Wähle die Datei entsprechend aus, die sich irgendwo befindet, und dann kann ich hochladen und diese dann ersetzen.